Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar House Flipper, ja. Das ist ein cooles Spiel. Ich hab's auch auf PS4, es gibt's glaube ich auch auf Steam. Und ich spiele jetzt House Flipper und was blickt hier die ganze Zeit runter? Yeah, das ist mein Büro. Das habe ich mir ganz neu gemacht. Ich habe auch noch ein zweites Haus schon gekauft, aber das ist bis jetzt noch mein Büro. Mit Bao San Yang, Diao Chan, Xia Qiao und Da Qiao. Hier eine Konsole für mich und meine Freundin. Meine Charlotte, ein Controller für Charlotte und ein für mich. PC, Arcade-Maschine, schönes Licht, Bildschirm für den PC. Oh, da ist noch Dreck, was? Den habe ich übersehen. Die Dreckflecken habe ich übersehen. Nein. Tolles Bett. Ein paar schöne Lichter. Ein Energy Drink für meine Freundin, für meine liebe Charlotte. Dann noch ein Laptop. Chill. Und das ist Bad. Hier. Das ist so hier mein Haus. Ganze pink natürlich. Wie es sich gehört. Und dann, ja. Ich habe schon ein zweites Haus gekauft, aber da habe ich noch nicht viel gemacht. Mal sehen, was müssen wir denn machen? Was ist das? Heizkörper, wenn ich etwas zahle. Da muss ich voll zufrieden sein, oder ich ziehe einfach... Ich zahle einfach nicht die Winternacht. Also ich soll Heizung installieren. Okay, machen wir das mal. Oh, ich weiß auch gar nicht, welchen Spot dieses Let's Play bekommt. Welchen Tag das laufen wird. Und wann das überhaupt kommen wird. Also es wird natürlich kommen, aber ich weiß halt nicht, wann es kommen wird. Mal sehen. Ich habe ja jetzt Rosenkreuz-Stilette nach Mario Origin. Nach Pokémon, Mario Picross. Ja. Among Us ist bald zu Ende. Schauen wir mal. Wo muss ich eine Heizung festmachen? Hier ist eine Heizung. Da ist schon wieder der Ausgang. Heizung, Heizung, Heizung. Ah, hier. Kaufe meine Heizung und installieren die hier. Ich stream jetzt übrigens auch auf Twitch, wie ihr schon gesehen habt. So, machen wir es mal fest. Kann man eigentlich auch Häuser von anderen Spielern in dem Spiel besuchen? Das weiß ich gar nicht. Das wäre nice. Das ist ein bisschen wie Animal Crossing. Nur 3D. Und First Person. Animal Crossing ist eigentlich auch 3D. Okay, die erste halt zum ins... Dann nehmen wir mal die zweite. So. Das ist eine einfache Aufgabe, das ist noch die Tutorial-Aufgaben teilweise. Ich spiele es erst seit gestern, aber es macht echt Spaß. Okay. Wo fehlt noch eine Heizung? Hier, ein Badezimmer bestimmt, ne? Ja, eine Badezimmerheizung aus hier. Diese, genau. Hier. So eine habe ich aber, so eine Heizung habe ich nicht. So eine mit Stäben, aber wäre praktisch. Ich habe zu Hause eine ganz normale Badezimmer. Also in real life. Im Spiel habe ich noch gar keine Heizung im Bad gemacht. Das Bad zu klein ist. Okay. Aber was steht da? Noch ein Gerät. Oh, eine Waschmaschine, richtig? Ein schön entspanntes Spiel. So, da kommt die Waschmaschine noch. Oh, die Waschmaschine, das dauert ja ewig immer. Ist das... Oder ist es Klo? Nee. Ich muss erstmal den Deckel abmachen, ne? Boing! So. So, Waschmaschine. Oder ist es nicht Waschmaschine?
Ah ne, es ist Spülbecken, da haben wir noch gar kein. Stimmt. Spülbecken. Ja, nehmen wir mal das. Zack. Und zack. So. Wir haben übrigens bei mir gerade den 6.2. Oder ist der 5.? Kann ich grad Kart nicht recht erkennen. Und wir wären noch nicht fertig. Jetzt aber. Okay, jo, Auftrag abgeschlossen. Nicht schlecht. Dann nehmen wir jetzt auf 6 Minuten. Ja, da geht noch mehr. Ich kann euch ja mein zweites Haus zeigen, wo ich auch an arbeite. Kann ich da ein bisschen weitermachen? Was lädt? So, ich zeige euch mal mein zweites Haus. Das. Zum Haus. Das ist mein... Okay, es hat mich gar nicht geladen. Lädt noch. Ich will ganz viele schöne Häuser haben. Schön einrichten. Die Ladezeiten werden immer länger bei den neuen Spielen. Aber ich habe gar keine Leiter da. So, da wären wir. Das ist das Lila, das wird das Schlafzimmer. Hier das Bad. Vorher war hier die Tür zum Bad, aber ich möchte das Bad bitte in der Nähe vom Schlafzimmer haben und nicht hier die Küche als Durchgangsraum. Das wäre mir ein bisschen die Küche so als Durchgangsraum, das will ich überhaupt. Das will ich nicht, ey. Wäre doof. Deswegen habe ich das geändert, dass man vom Schlafzimmer aus ins Bad geht, anstatt die Küche so als Durchgangszimmer zum Bad. Ich finde, die Bad neben der Küche, das finde ich ganz unangenehm, ey. Was sagt ihr dazu, liebe Zuschauer? Bad neben der Küche? So. Ich möchte das noch streichen. Hey. So. Okay. Wir bauen auch mal schönere Kacheln. Guckt euch mal, wie dreckig diese Kacheln sind. Erstmal für den Boden. Oh, wo ist denn das Fußboden? Bodenfliesen. Was wäre denn gut für eine Küche? Die sind doch hübsch, oder? Okay. Das gefällt mir. Nice. Sieht gut aus. Ah, die Bilder werden gar nicht geladen. Wer weiß, die Fliesen in der Hand hat. Ja, und dann fürs Bad brauchen wir auch Fliesen. Welchen nehmen wir denn fürs Bad? Welche wären hübsch fürs Bad? Ich finde die hübsch, um ehrlich zu sein. Ich habe auch eine alten. Aber ich, die passen irgendwie fürs Bad. Zack. Ja, so hübsch.
einmal nicht, wie ich Randfliesen machen kann. Das kann ich überhaupt nicht. Wandfliesen. Wände und... Oh, ich bin noch nicht freigeschaltet, Wandfliesen zu machen. Wandfliesen. Das ist hübsch. Aber ich kann irgendwie noch nicht festmachen. Vielleicht ist das hier. Vielleicht muss ich noch mehr Aufträge machen. Ich gehe mal wieder zurück zum Büro. Zack. Ja, ja, ja. Außer das macht Spaß. Aber man muss das Profilbild immer wechseln, dann kann man da, also es ist mein Profilbild, die vier Bilder, die in der Wand sind, aber man muss es immer wechseln, dann das Spiel neu starten, Profilbild wechseln, wieder neu starten, das ist ein bisschen nervig. Das tut immer das Gleiche. Und immer Spiel neu starten. Also, Spiel neu starten, Profilbild wechseln. Spiel neu starten, Profilbild wechseln und so weiter. So, was ist denn, was steht da? Anbauwand. Ich schreibe Ihnen, da ich gerne eine neue Wand in unserem Haus bauen lassen würde. Meine Tochter ist schon 3 und ich denke, der richtige Zeitpunkt, sie ihr eigenes Zimmer bekommt. Teilen Sie bitte Schlafzimmer in 2 Zimmer. Beide Räume sollten eine Tür zum Flur haben. In das Zimmer der Tochter sollte ein neues Bett. Okay, Kinderbett verkaufen, neues Bett. Und Schlafzimmer und irgendein Zimmer. Ah ja, und das Zimmer. Okay. Verstehe. Eine Wand reinziehen und durch beide Zimmer eine Tür zum Flur. Dann schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Es lädt. Oh ja, die Ladezeiten, ey. Haben mich schon mal Crash aufgegeben. Okay, wo ist denn das? Nö. Aus der Keller. Hier? Hä? So groß die Häuser, ey. Ich bin total. Hä, wo ist denn das? Okay, hier ist es. Ja, dann erstmal das Kinderbett verkaufen. Zack. Normales Bett. Für mein neues Haus war ich auch noch ein Bett. Ja, ein Mini-Bett. Sieht auch nice aus. Passt aber nicht hin. Ja, dann müssen wir ein bisschen umschieben. Ohne dass was runterfällt am besten. Okay, der Hase hat doch ganz knapp überlebt. So. Was ist das? Nee, ist immer noch nicht, ne? Leider noch nicht. Ganz schön winziges Zimmer hat die dann, aber ey. Ich dreh es mal rum. Also das wäre mir zu klein. Wäre nicht zu klein. So. Was war das genau? Die Steckdose, wo ich die Wand hochziehen wollte. Ah, super. Ach, das gehört zum... oder ich weiß nicht, gehört das zu welchem Zimmer gehört das? Bienenrundschlüssel.
hier geht's. Ah, das sind Abstücke, Mann. Sollten wir das immer noch ein bisschen größer, ja, okay. So. Reißen wir mal die Mauer ein. Mauer muss weg. Ich hoffe, wir kriegen bald die Fähigkeit, Wandfliesen zu machen, ey. Ich würde gerne Wandfliesen. So, jetzt am besten unten, dann müsste ich alles wegfallen. Zum Glück löse ich der Schutt auf. Müssen wir nichts machen. So viele neue Let's Play-Ideen. Und jetzt Let's Play ich Hausflipper. 15 Minuten wäre schon. Ei, ei, ei. Zack. Und dann hätten wir es. Fast. Okay, so ist mehr Platz hier. Dann passt es auch eher. Das muss noch weg. Das. Oh ja, okay, dann ist es ja in Ordnung. Das ist schon so extrem wenig Platz. So. Sie werden da gleich die Wand hoch. Sorry, Plüschtiere. Ja, das kann unbedingt sein. Mörtel, wenn man hier eine Wand hat. Oder auch zwei. Ohne, mit Abstecker geht das, aber ohne wäre das ja winzig. Na, so ist er. Ich weiß nicht, müssen wir das gerne noch streichen oder nicht? Wir wollen ja aber hier eine kahle Wand. So. Doofe Steckdose da. Dann. Oh nein, da sollte die nicht hin. Ich wollte die nicht da. Vertan. Kostet die Wand eigentlich auch Geld oder sie umsonst? So. Bitte, das habe ich gut gemacht. Sieht gut aus. Mit dem kleinen Schrank da, der Kommode auch ein bisschen in der Wand da versunken. Das gefällt mir. So. Ja, die kostet auch Geld. Verschwende. Damit wären wir fertig. Steht da Zerstörer, was? So, ich bin auch fertig. Größer, steht da. Ist doch gut so, oder? Ich finde, ich hab's gut gemacht. Ich habe noch die Anordnung der Räume geändert. Repariere, was soll ich denn reparieren? Steckdose? Okay. Boah, sieht die dreckig aus. Reparieren wir mal die Steckdose. Oh, sieht gefährlich aus, ey. Wenn da nicht der Strom abgeschaltet wird. Mach das nicht nach. Echt leben. Gar keinen Fall.
Ich wollte sagen, als Nachfolgerprojekt für Mario Picasso, aber Mario Picasso wird ja noch ewig dauern. Okay, ist repariert. Ah, ich finde, ich habe das gut gemacht, ey. Ich weiß nicht, was sie haben. Bitte ändern die der Änderung. Ich hab's doch geändert. Ist doch anders. Wohin sie noch? Ja, anscheinend sind sie mit dem Bett nicht zufrieden, oder was? Bettgröße, was? Soll ich einfach Bettgröße einschreiben, oder was? Bettgröße, so. Kein Ergebnis, der Hegel verwirrt. Möbel. Betten, welches denn? Also Kinderbett, ne? Alter, ist ja riesig, ey. Ich habe jetzt ein Bett gekauft, was wollen die noch? Ich habe die Anordnung, oder mit der neuen... Hey, ich habe die Anordnung der Räume noch geändert. Oder muss ich den neuen Schrank hier raus? Weil wir das Kinderzimmer zu groß gemacht. Mimimi. Wer kann die Eltern irgendwann so wild ist? Was? Also ich finde, ich habe das gut gemacht. Hallo? Lass bitte fertig sein. Ich bin fertig. Was steht da? Bettgrille? Bettgrille. Ach so, da steht ein spezielles Bett. Na toll, habe ich nicht gesehen. Bettgweili Grille. Irgendwas. Die Schrift ist so klein, ey. Mann, Mann, Mann. Immer was zu meckern. Wo ist denn das? So klein, ich kann es nicht so stehen. Bettgrille. Ja, Grille. So schön, nicht. Das ist eine Grille. So, zwei falsche Betten gekauft. Ey. Grille. Okay. Bettgrille, so. Da hast du, na gut, das passt doch gut, die Farbe hin und so. Nee, ich würde das gerne absetzen. Bauplatz im Weg, oder? Ja, komm, ich bin fertig, so. Ende. Ich hab's gut gemacht. Ja Leute, ich bin bei fast 25 Minuten. Ich würde mal sagen, dann beende ich den Part. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten. Ciao. Noch auf Aufnahme stoppen drücken.